Servus Leute, was geht? Ich bin Tico Ramazzotti und willkommen auf Musipunch TV. Ja, Freunde, heute eine krasse Kombi und zwar Capital T, wo ich nicht kenne. Drama featuring Lil Lano, Trippie Boy, King Kali und M030. Also holy shit, da kommt was auf uns zu, Freunde. Wir werden uns das gemeinsam anschauen. Wie immer Live-Reaktion. Ich bin kein Musikexperte, sondern machst du uns Spaß und eine Freude. Legen wir direkt los. Los geht's jetzt. Alter, alle fünf am Start. Also, ich feiere die Kombination abnormal, ey, ohne Scheiß. Drama, se va mal ragazzi, c'è un drama. Musst du schütten, ihr Tony Montana. Heftiges Auto am Anfang. Also, ich muss wirklich sagen, Capital T kenne ich gar nicht. Autotune am Start hört sich ziemlich interessant an. Komm, dann schütt ja Mama. Oh, ey. Heftige Videoeffekte am Start auf jeden Fall. Ich kenne die Sprache auch nicht, wo er spricht, also deswegen sehr musikalisch eigentlich. Stabile Applips auf jeden Fall und die Videoeffekte sind Bombe, also die Videoeffekte Shaq Yuzel. Schreibt mal in die Kommentare rein, wer, welche Sprache das ist, würde mich sehr interessieren. Ich bin Kapital, Bruder Animal. Die Graffiti sind so, also ich bin ein großer Graffiti-Fan, kann leider nicht sprayen, aber der Drehort sieht echt krass aus. Schön eingängige Hook auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut. Sehr musikalisch angehaucht das Ganze. Wie gesagt, die Sprache kenne ich nicht, aber hört sich trotzdem sehr, sehr nice an. Viele falsche Freunde zeigen sich jetzt nach der Zeit. Alle machen Auge wegen Gürtel Philipp Lein. Ich mach keine Pause, weil hab dafür keine Zeit. Niemand vor Lil Lano hatte jemals so ein Hype. Du siehst mich im Fernsehen oder bald schon. Niemand vor Lil Lano hatte jemals einen so großen Hype. Also man muss wirklich sagen, der Hype um ihn ist krass. Wo soll das nur enden? Junge, bring endlich ein Album raus, damit ich mir das kaufen kann. Support wirst du sowieso von mir immer, deswegen krass. Also der letzte Song, wo ich auf ihn drauf reagiert hat, glaube ich, Bartmann oder so ähnlich hieß der, glaube ich, fand ich nicht so gut. Aber das ist der gewohnte Lil Lano Flow, den ich feiere und krass. Auf der 1, Ananas geht international, das prophezeit. 20k im Monat, alle Ketten voller Ei. Guck, ich trippe viel zu hart, aber Outfit wasserfest. 2019 die Patek mit VVS. Trippie Boy, ich buche für mich und deine Bitch Hotel. Sag, wer will und shoppen, keiner von uns ist hier fake. Und ich rolle du. Trippie Boy auch am Start. Gefällt mir sehr gut, dass er auch mal wieder ein paar toppt. Also sehr, sehr nice. Mit Autotune das Ganze unterlegt, so wie man ihn kennt. Und so feiere ich ihn auch. Also so habe ich ihn kennengelernt. Stil auf jeden Fall, Daumen nach oben, schön gemacht, Trippie Boy. Gelato rein in meine Papes, Body Camouflage ist Valentino oder Babe. Ich bin mit der Crew in meinen Lance Boots. Komm nur noch hinzu, komm nur noch hinzu. Drama. Der Beat ist krass, also das, die Töne betonen das Ganze ziemlich geil und also ich bin echt, die Combo feiere ich abnormal, deswegen, also es ist einfach geil. 12.000 Daumen nach oben bis jetzt. Ich gebe auch gerade mal ein Like nach oben. Mega. Ich finde da lustig, wie die da so rumhampeln und so. Also, die Gang ist am Start auf jeden Fall. Immer noch derselbe Bruder, es gilt immer noch dasselbe Muster. Nur heute etwas viel bewusster. Ah, Platz 7 in den Charts.
Ich mach Geld und ich bleibe loyal. Rapper zittern vor der Kamera. Platz 7 in den Charts. Glückwunsch an dich, Bruder. Also King Kali, auf jeden Fall. Nice Album auf jeden Fall. Die letzten Single-Auskopplungen, ihm habe ich auch gefeiert. Und auf den einen oder anderen Track habe ich auch reagiert. Kann man ruhig mal abchecken in meinem Kanal. Gerade einen Daumen oben da lassen und dann weitergucken. Ich komm rein mit nem Uppercut, 9mm auf dein Bastardpack. Ah, diese Ratten geben nach. Ich mach Patte, fette Batzen jeden Tag. Ich hab keine Zeit für Beef, ich chill in West-Berlin ab. 030 verkauft, du suchst den Tattoo. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welcher Part ich am besten finde. Also der King Kali Flow, King Kali Part war mega. Lelano Part fand ich auch sehr gut. Tweepy Boy Parts war auch ziemlich geil. Und Kapital T, die Hook ballert auf jeden Fall. Und jetzt kommt eine M030. Und ich muss mich entscheiden, wen ich am besten finde. Es geht was gar nicht. Unterwegs du mit der gleichen Crew, 2-7, bin am Markt, Dicker, denn ich schaff's im Blut. Heute chill ich in der Suite, dieses Leben ist so sweet, mit den Bassen in den Jeans. Guck, ich war niemals wie sie, mit dem Teufel hab kein Deal, heute sind sie unter mir. M030 auf jeden Fall auch jemand, den ich auf jeden Fall supporte. Also, ich feier den abnormal. Also, ich dachte am Anfang gar nicht, dass ich den so feiern werde. Aber da hab ich mich reingehört in das Album und in die EP damals und seitdem feier ich ihn und krasser Künstler meiner Meinung nach. M27 in Paris. Drama, ma sono scelto io Tony Montana. Mamma, drama, se vuoi ragazzi c'è un drama. Ma sono scelto io Tony Montana. Come down, I shoot your mama. Oh yeah, drama. Also die Hook hat auf jeden Fall Ohrwurmpotenzial, auf jeden Fall. Also den würde ich mir gleich nochmal reinziehen, den Song. Also krass. Ma sbani io caccio un drama. Se procedi io Tony Montana. Come down and shoot your mama. Oh yeah. So Leute, der Song ist vorbei. Also ich habe zufällig mitbekommen, dass der Song draußen ist. Zufällig mit der Infobox war er gewesen und Alter, das ist ein Brett. Das ist ein abnormales Brett. Wenn ihr auch der Meinung seid, lasst mein Video gerne einen Daumen nach oben da, abonniert mich, aktiviert die Glocke, weil dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst in den Videos. Bitte, macht's gut. Musikpunch TV.